Recht herzlich willkommen zur 117. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier unterwegs. In dieser Schlucht verlieren wir unsere Truppen. Wir bilden aber gerade aus und die sollten mal irgendwann hier rauskommen. Ist nur die Frage, wann, ne? Ja, das dauert noch eine Weile. Das wird wahrscheinlich dann nicht so klappen, bis die da geschlagen sind. Also bis die Truppe hier weg ist, die 8 Leute, ist das andere noch nicht fertig. Das wollte ich sagen. Interessanterweise halten diese 8 den 368 total stand, ne? Ist der Hammer, oder? Ja, hier geht nix. Jetzt die Frage, haben wir irgendwo noch Truppen? Da sind auch keine, da sind auch keine. Ja, 85 Taler haben wir hier noch. Oder 85.000, das ist auch ein bisschen schwach. Ja, geht nicht voran gerade, ne? Hier ist irgendwo ein Haufen, ne, ist kein Haufen. Das wäre jetzt noch der Punkt, wo ich sagen würde, wir brauchen ein bisschen Geld zum Handeln. Achso, ja, die bleiben bei 8, einfach aus dem Grunde, weil das Spiel noch in Pause ist, ne? Läuft. Aber wie man sieht, sind die 5 ziemlich wehrhaft, ne? Die ziehen schon einige mehr mit in den Tod. Wenn ich jetzt mal gerade noch wissen würde. Wildenmeister sind das, ne? Ja. Okay, wir brauchen Wildenmeister, um dann die da zu zügeln, sozusagen. Naja. Und was bilden wir aus? Wildenmeister, ja. Die sind's. Und das ist fast fertig. Läuft. Gut. Müssen wir warten, bis die Truppen da kommen. Eine Einheit brauchen wir nicht hinschicken. Da müssen sowieso 3 fertig werden. Die Einheit könnte man höchstens jetzt nehmen, um zu gucken, dass man hier irgendwo Warenhaufen findet, die man abernten kann, in Anführungsstrichen. Aber wie wir sehen, sind gerade keine da. Doch, sind. Ja, super. Hat gut geklappt hier, ne? Sind ein paar Haufen, aber wir werden gerade von Bären überfallen. Ne, Luchse sind's, noch besser. Da können wir unsere Einheit gleich in eine Tonne schmeißen. Weil da auch noch richtig viele kamen. Warnhaufen, Warnhaufen, noch ein Warnhaufen. Ja. Einmal für die Katz. Ja, ausbilden. Was sagt er hier? Ja, zu teuer. Aber 90.000. Ist ja schon mal was. Und 5 mehr, oder? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir eine Einheit gekriegt. Hier. Die werden schneller ausgebildet. Okay. Dann machen wir doch da mal 3 von. Und hier unten müssen wir gucken, dass wir in Izmir die Truppen dann da rauskriegen für die Bären. Und die sind natürlich jetzt hier mit... Ach, Bären sind es nicht, sind Luchse, ne? Sind alles Luchse, ne, oder? Ja. Der Händler wurde schon wieder angegriffen da oben. Aber Geschäfte laufen, 140.000, 50 mehr. Ich glaube, wir machen da mal ganz schnell 2 Einheiten dann draus. Weil mit einer kommen wir da sowieso nicht weiter, ne? Und da oben ist jetzt die 2. Einheit fertig. Und dann ist nur noch eine da. Und dann bilde ich da noch eine von der Sorte hinterher. Das sind die, die dann auch die Kohle zusammen sammeln müssen. So. Wenn die 3 da sind, gehen wir los. Truppen in der Stadt. Händler. Ich glaube, der hat aber nichts gemacht. So, da ist die 3. Einheit. Oder auch nicht. Die war da unten, die 3. Einheit. Die muss aber auch gleich rauskommen. So, jetzt aber. Genau. Sicher. Sicher, genau. Gehen wir dahin.
Also die gehen genau bis an der Grenze der Stadt, ne? Sehr interessant, oder? Ist die Frage, wie viel sind das? Eigentlich steht da nur eine Einheit. Ein Fähnchen. Nur gucken, Jawohl! ob wir da mehr sehen können, wenn wir näher da rankommen. Ah, da schau her. Auf geht's! So, unterstützt die doch mal. 13 zu 200. Das sind nur so ein paar Leute, oder was? 17, 20, 20. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. 185 Einheiten. Ja. Hier unten müssen jetzt zwei fertig sein, oder? Rein, rauszoomen geht schon schwierig, ne? Aufgesessen. So. Den Bahnhof holen wir uns. Das war aber leider nicht viel. Und dann müssen wir gucken, dass wir gleich, wenn hier so ein Lux kommt, nochmal runtergehen. Falls er denn dann kommt. So wie es gerade aussieht, nämlich nicht. Okay, und jetzt werden die Luchse angegriffen. Ah, jetzt verstärken die sich natürlich. Aber naja, wir haben 400 Einheiten und die haben 100. Das müssten wir trotzdem schaffen, ne? Ja, jetzt geht's voran. Die Luchse sind gleich weg. Ja, sieht aus, als ob es klappen könnte, ne? Wir reiten. 6000. Aufgesessen. 159.000, das hat sich gelohnt. Im Galopp. 62.000. Gibt es hier noch einen Haufen? Erstmal lieber noch mal genauer gucken. Wir reiten. Da gibt es noch einen Haufen. 44.000. Da ist der nächste Hopp, hopp. Warenhaufen. Oh, 221.000. Okay, hier liegt unser ganzes Geld, was den Händlern immer abgeknopft Aufgesessen. ist. Kann das sein? Ah, da wurden die jetzt angegriffen. Wir reiten. Okay. Die gehen schnell kaputt. Jetzt haben wir mal gerade 600.000 da oben auf Uhr stehen. Liegt definitiv daran, dass wir jetzt hier die ganzen Warenhaufen aufgesammelt haben, die wahrscheinlich unsere Hopp, Händler hopp. verloren haben. Da ist auch noch Alle einer. aufsitzen. Ah, das war jetzt nicht so viel. Hier ist auch noch einer. Nochmal 100.000. Sieht man hier noch mehr? Ne, das ist keiner. Weiß nicht, ob hier noch was ist. Gehen wir mal weiter. Nee. Gut, aber das ist ja schon eine Summe, die wir jetzt Im kriegen, Galopp. die nicht schlecht ist, ne? Okay. Und das mehrt sich interessanterweise ja Allen jetzt auch, ne? aufsitzen. Was machen denn unsere Truppen da? Tot. Und da kann man nicht sehen, wie viel es sind. Man sieht nur, dass wir verloren haben. Und hier sind jetzt die Einheiten da. Ja, jetzt ist zu überlegen, was wir machen, ne? Noch welche ausbilden. Ach so, hier müssen wir klicken, damit wir was anderes kriegen, ne? Ja, machen wir so. Die drei bilden wir noch aus. Gehen dann nach hier unten, nach Izmir. Machen da auch noch was. Dahin. Ausbilden. Es ist kein Ausrufezeichen da, dass wir das nicht schaffen, ne? Und noch ein Schwertkämpfer. Zweimal. Entschuldigung. Nochmal das. Fertig. So, und wenn die alle da sind, dann sammeln wir die und dann gehen wir nochmal da oben hin und machen die da endlich kaputt, ne? Gut. Da ist ein Händler vor Ort gewesen.
Jetzt müssen wir mal gucken, was die aus dem Geld hier machen. Jetzt haben sie ja mehr, jetzt muss auch mehr passieren, oder? Die sind ja nicht irgendwo anders hingelaufen noch, ne? Ne, hier sind keine. Ne, keine Truppen da. Passt. Knapp unter 700.000 nochmal Geld. Hier ist irgendwie die Pest oder sowas. Läuft, ne? Und da sind wieder Luchse unterwegs. Was war das? Okay. Händler wurde beraubt. Himmelhunde, die. Ah, wieder. Wieder. 379 waren gestohlen. Leute, das ist gleich vorbei. Dann werden wir euch zeigen, wo ihr da mal hängt. Kann's ja nicht sein, oder? Das sind 4 Einheiten. Kommen da noch welche? Ja, 2. Die Izmir-Truppen schicken wir schon hoch. Ist zwar nur eine, aber die können ja schon mal dahin. Ach ja, die Luchse. Haben wir ganz vergessen, ne? Sieht aber gut aus. Die sind da oben fertig geworden, nicht hier unten. Jetzt ist hier noch eine Einheit fertig geworden. Machen wir. Die können da schon mal hingehen. Hopp, hopp. Die sind kaputt. Wir leiten. Und da gibt es nochmal 26.000. Und da sind die nächsten Luchse. Im Galopp. Ich glaube, wir müssen einmal in die Ruine. Wird noch produziert. Okay, dauert noch einen Moment. Eins, null. Aufgesessen! So, wie viel sind da drinne? 48. Gut, wir haben nur noch 2 Einheiten, davon ist eine verdammt nochmal kaputt. Die sind aber jetzt auch gleich fertig. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Und dann können wir mal hier gucken, hier war doch ein Zelt, oder? Da werden doch unsere Truppen repariert, oder? Ne, da haben die was gelernt an Erfahrung. Na super, das war was anderes. Okay, dann geht ihr mal dahin und ihr auch. Und dann marschieren die da hoch. Und da ist schon wieder ein Händler ausgeraubt worden. Das mag ich ja jetzt gar nicht mehr. Immer an der gleichen Stelle, oder? Ja. So, und das ist jetzt Feierabend. So, und jetzt tschüss. Hopp, hopp. Aufgesessen. Wer wohnt da? Eine Hexe? Alle aufsitzen. Oh, jetzt sind erst alle da. Alle aufsitzen. Ach, da kommen noch welche später. Ja, ja, ja. Wie? Keiner mehr da? Abgehauen? Flucht ergriffen? Nett, ne? Hopp, hopp. Was machen hier eigentlich die Bären? Hopp, hopp. Kein Bahnhaufen hier, ne? Wir reiten. So. Was machen die da? Die sollen hier hingehen. Alle aufsitzen. Und jetzt holen die Verstärkung wahrscheinlich, ne? Im Galopp!
Hopp, hopp! Aha, da war eine Truppe. Ist die Frage, macht das Sinn, lagern oder nicht? Ich glaube, es macht keinen Sinn, ne? Der holt Truppen ohne Ende hier hoch, oder sind das nur Reisebelege? Okay. Die gehen ziemlich schnell kaputt. Jetzt sind es doch ein paar mehr geworden. Aber wir haben trotzdem noch die Oberhand. Das ist auch gut so. Ja. Ja, jetzt die Frage, was wir machen, ne? Gehen wir da mal kurz hin helfen. Wie viel haben wir hier? Okay. Alle aufsitzen! Alle aufsitzen, genau. Alle aufsitzen! Kommt da wer raus oder nicht? Nö. Alle aufsitzen! Dann gehen wir ein bisschen weiter südlich. Oh, stopp, da passiert was, da müssen wir hin. Unterstützen ganz schnell. Bogenschützen platt machen, geht ja schnell. So, und dann gehen wir mal hier gucken. Wo wird denn gekämpft? Da oben. Okay, das hat sich aber erledigt. Hier ist die nächste Einheit. Ja. Ach, jetzt da oben und da unten, das ist doch wieder doof. Warum trennen die sich? Das musste jetzt nicht sein. Zu viele Verluste dadurch. So, was machen die hier? Sind doch keiner dahingestellt. Nein, hier lang. Im Galopp. So. Aufgesessen. So, zack, jetzt träufen wir da mal an. Kommt da noch einer raus oder nicht? 58.000, wow. Aber wir sind oben auf dem Berg, ne? Was diese Einheit hier macht, das wüsste ich auch noch gerne. Das kannst du nicht... Oh, ich will nicht die Stadt auswählen. Hopp, hopp. Kann ja nicht sein, dass man da so doof ist und da ewig wegläuft, ne? Aha, da sieht's aus, als ob wir uns da mal revanchiert haben, ne? Und da ein paar Fässer mehr geholt haben. Okay. Zweiter Schauplatz. Ja, kriegen wir aber hin, ne? Super. Alle aufsitzen! Gut, Truppe weiter belagern und dann müssen wir gucken, was wir da machen. Momentan sieht es ja irgendwie ein bisschen komisch aus, aber naja, das ist halt so. Ich denke aber, für die Runde soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.